Nur weil ein Ort am Rand der uns bekannten Welt liegt, heißt das nicht, dass dort nichts von Bedeutung geschieht. Mitunter sind es gerade die abgelegenen Plätze, an denen Wendungen eintreten, die das Schicksal der gesamten Welt bestimmen. Kaideran Laparion, der Schüler, zu Adepten im Kreis der Einfühlung in den nördlichen Salamanderstein. Es ist ein Wunder, geboren aus tausend und einem Rausch, im Lichte der ersten Sonne, die sich aus dem inneren Meer erhebt. Um das gesegnete Land am Manadi zu liebkosen, schimmert der Rumpf des Zauberschiffes in allen Farben der Göttermetalle, vom regenbogenfarbenen Schlangenglanz bis zum dunklen Schwarzstahl. Kein Fußbreit des Schiffes, der nicht mit Zauberzeichen bedeckt ist, und stets tanzen Djinnim um die Sulman al-Nasori, die nach dem mächtigen Zaubersultan benannt ist. Luftdschinnim blähen die Segel auf, Effendis des Wassers schwimmen mit Delfinen um die Werte und Flammen der Geister entzünden den Himmel. Aus den Erzählungen eines Heimamuts, so gehörten Kuntium. So seid ihr aufgebrochen zum Haus des Kodex. Das in lichtem Ocker getünchte Gebäude mit den schweren grünen Blinden birgte nicht weniger als eine ganze Söldnergarnison und den berühmten Chortempel. Die starken Mauern bewahren aber vor allem auch die Urschriften des Kuntiumer Kodex. Rafim, du hast schon das ein oder andere Mal hier gestanden und so hast du deine Freunde mitgebracht. Und so steht ihr dort, umgeben von Söldnern, von Auftraggebern, von den Rufen auf Tulamidia, Urtulamidia, den fremden Sprachen, einige Maraskaner, die umherrufen, einige Horasier, die ihr kennen könnt, Garethias und viele Söldner aus der Wildermark. Ist es nicht wunderschön, nach Hause zu kommen? Nun ja, was man so zu Hause nennen kann. Ich sehe hier nur Söldner. Ich muss gestehen, es sieht tatsächlich ein wenig aus wie der Vorplatz der Lanfana Arena. Oh, jetzt schmeichelt ihr hier ab uns, aber... Oh, das Haus des Kodex, so schön wie eh und je. Also, Abelmir, was ist denn unser Budget für das Ganze hier? An wie viel? Was habt ihr gedacht? Nun, es kommt drauf an, wie viel Söldner und, wie sie ausgestattet sind mit ihren Waffen und wie gut sie damit umgehen können. Ich bin noch nicht sicher, was das Budget für diesen Teil der Besatzung ist. Wollt ihr euch heute erstmal nur umschauen? Wir können ja auch einen Anschlag fertig machen und mal schauen, wer sich so meldet. Ich denke, was das angeht, hat er rein so einen Überblick darüber, was die Finanzen angeht. Wir könnten uns erstmal umschauen, ob überhaupt fähige Söldner bei uns zur Verfügung stehen. Wir wollten Schützen erwerben, nicht wahr? Ihr könnt auf alle Fälle erkennen, dass hier immer Waffenübungen stattfinden. Alle Waffen, die ihr irgendwie kennt, die hier ausprobiert werden können. Mehrere Innenhöfe, die es da gibt. Und es klirrt der Stahl gegen Stahl oder auch gegen irgendwelche hölzernen Puppen. Ihr könnt auch eure eigenen Trollzacker erkennen, die schon einige Minuten vor euch aufgebrochen sind und die es wohl mit Hilfe der Götter hierhin geschafft haben, denn sie sind ansonsten sehr verloren in den Gassen, sind wohl immer dem Kampfeslärm und den Geräuschen nach Schreien gefolgt, aber auch sie haben es geschafft. Und ihr könnt wieder viele Hauptleute erkennen, Hauptmänner, Hauptfrauen von irgendwelchen Söldnerbannern, die ihre Wimpel hier irgendwo angesteckt haben, können auch die tiefe Kapuze erkennen von dem Hüter des Kodex, der dort auf seinem gewaltigen Thron sitzt. Rot und schwarz meliert, fast wie ein Barbaradianer, könnte man fast meinen, aber scheint wohl diesen ganzen Söldnerhaufen dann zu begutachten, könnte dann auch Leute erkennen, die hier mit Armbrüsten ihre Fähigkeiten anpreisen, natürlich auch einige kecke Horasier, die mit ihren Waffen dann auch schießen und dann versuchen, gegen die anderen eben vorzugehen und natürlich dann ihre eigenen Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu stellen, sodass es dann auch so ein bisschen nach Schwarzpulver riecht. Nun, Kapitän, der Bond Markus und ich arbeiten selbstverständlich mit dem allergrößten Druck an dem Wiederauffinden der Dukatengarde, aber ihr müsstet euch vielleicht mit der Möglichkeit arrangieren, dass wir sie ersetzen müssen. Nun, wie es aussieht, ja. Zumindest wird er ein wenig vom Etat frei. Weil wir müssen ja nicht bezahlen, wenn die Tose nicht war. Ja, vom Sterbegeld abgesehen, habt ihr da recht. Davon abgesehen, natürlich.
Ja, euer Mitgefühl ist wie immer mehr als beeindruckend, aber mir für diese treuen Seelen, die ihr in den Tod geschickt habt. Ich habe sie nicht in den Tod geschickt, sie sind freiwillig vorgegangen. Es war ihre eigene Intention. Ist es nicht trotzdem eure Aufgabe als Kapitän, ihnen solche Alterans-Kommandos, wie ihr es nennen möchtet, auszureden? Nun, das war nicht abzusehen, dass sie nun ja verschollen gehen. Wie auch immer. Wir müssen Ersatz sorgen. Die Grafin, ihr könnt wahrscheinlich die Qualität der verschiedenen Söldnerkarton besser einschätzen als ich. Ja. Ja, du kannst erkennen, wie wohl einer, so ein Glatzkopf, ziemlich muskulös, mit einer gewaltigen Kette, die er um seine Arme geschlungen hat, einem Morgenstern oder sowas daran, fast genauso groß wie sein eigener Kopf, kommt dann auf euch zu, hat er sich da wohl gerade mit Truck unterhalten und verbeugt sich dann vor dir. Arafim, ihr habt mit König Truck einen eigenen Vertrag unterschrieben. Was genau meint ihr? Ich kenne König Truck von damals noch aus der Wildermark. Wir haben das ein oder andere Mal gegeneinander gekämpft, aber er war uns überlegen. Ja, und ich war ihm überlegen, deswegen folgt er jetzt mir. Ja. Kannst du noch gute Männer brauchen? Wir haben von dir gehört. Oh ja, zeigt doch mal her, wer ihr seid, was ihr könnt und wen ihr tötet. Nun, also ich habe 100 Leute, die schwarzen Köche vom Dobirach. Ja, wir kämpfen mit Schwertern. Oh. Hatten in die letzten paar Jahre in der Wildermark einiges zu tun. Wir haben gegen Praios-Pfaffen gekämpft, gegen Elementare, gegen Djinne, gegen Golems. All das, was die Nekromanten gegen uns geworfen haben. Und Tote. Wir haben viel Erfahrung. Wir haben gehört, dass du deine eigene Weihe dort auch empfangen hast. Ja, richtig. Die Leute sprechen dort immer noch von euch. Ich bin Orthanc. Gibt er dir seine schwielige Hand? Ja, ich würde einmal seine Hand greifen und in dem Moment überlegen, ob ich tatsächlich schon mal von seiner Bande gehört habe. Nee, hast du wohl nicht. Viel in der Wildermark bist du nicht umhergekommen, aber Dobirach? Da müsstest du mal eine Geografieprobe würfeln. Okay. Ja, schaffe ich. Ja, okay, alles klar. Also du warst selber noch nicht da, aber du weißt, dass Dobirach wohl ziemlich in der Mitte irgendwo der Wildermark liegen muss, also vom ehemaligen dapatischen Gebiet. Und da sind sie tatsächlich irgendwie allen Seiten ausgeliefert, also sowohl Trax-Söldnern, wenn sie dann ehemals da noch in Talf stationiert waren, natürlich dann eben auch diese Pryos-Pfaffen. Du hast ja selbst nicht gegen ihn gekämpft, aber du hattest von deinen anderen Söldnern schon von ihm gehört. Auch Jala hat immer mal wieder von ihm gesprochen, war ein bisschen wahnsinnig, meinst du? Macht aber schon Sinn, dass man dann gegen diese Praios, gegen diese Bauern kämpft, ne? Die dann einfach mit Mistgabeln ausgestattet worden sind und dem heiligen Zorn von Praios. Und auch irgendwelche Elementare, Golems, Nekromanten, also die findet man da alle und Dobirach ist da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ja, da habt ihr nicht Unrecht, eure strategische Position war scheiße. Nun, wir wollen uns nicht beschweren. Gutes Gold, blutiges Gold. Aber wie gesagt, wir haben viel Erfahrung. Die schwarzen Köche vom Dobirach. 100 Mann können wir euch stellen. Aber mir hättet ihr was dagegen, wenn ich mir die Männer mal eben anschaue? Nein, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir so viel Söldner bezahlen können. Ja, ihr könnt auch nur 50 nehmen, dann lasse ich den Rest zurück. Das klingt doch gut. Ja, ich mag, wie ihr denkt. Ja, dann zeigt mir doch mal ein paar von euren Männern. Ja, dann kommt mit. Ja, führt er dich zu einem der Banner, der Wimpel, die er dort aufgestellt hat. Du kannst erkennen, wie da wohl ein großer, schwarzer, verkrusteter Topf zu erkennen ist, in dem wohl Blut klebt oder so etwas. Also das als Wappen oder als Wimpel ihres einen kleinen Söldnertrupps dann kannst du dann dort die Leute erkennen. Sind wohl allesamt Veteranen, alle sehr weißhaarig, würdest du meinen. Alle sehr vernarbt und erfahren mit dem Schwert zumindest. Und kannst du dann erkennen, wie sie dort dann auch auf den Befehl von Orthanc, ihrem Anführer, fallen sie dann so ein kleines Scharmützel, so 1 gegen 1 oder 4 gegen 4, 12 gegen 12.
sodass du dann währenddessen daneben stehen kannst, die Hände verschränkt, deine riesigen Muskeln und sie dann so ein bisschen dabei interessiert begutachten kannst. Also sie verstehen ihr Handwerk. Kann ich mit Kriegskunst ihre Qualität einschätzen? Ja, selbstverständlich. Ich nehme an, Seegefechte zählt nicht. Nee, in diesem Fall nicht. Aber das reicht. Dafür müsstest du einen Test veranstalten, oder? Damit müsstest du auf alle Fälle auch in Seegefechten, also auf an Bord eures oder eines anderen Schiffes kämpfen lassen. Hier auf festem Boden würdest du von der Qualität von 5 ausgehen. Oh, ihr seid ja gar nicht schlecht, die Männer. Habt ihr schon mal zu See gekämpft? Zur See noch nicht, nein. In der Wildermark gibt es nicht viel, was man da befahren kann, und selbst der Fluss ist reißend. Gegen Piraten haben wir schon gestritten, aber die kamen aufs Festland. Oh, ihr seid ein faszinierender Haufen, das will ich nicht abstreiten. Ich behalte euch auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, wenn ihr uns wollt, ihr findet uns hier. Im Sold und Säbel haben wir wohl keine Werbe aufgestellt. Da wollen wir schon eher die richtig großen Brocken. Naja, vernünftig, bin ich ganz ehrlich. Nun, einen größeren Brocken als Raffin bekommt ihr nicht. Ja, wie gesagt, das haben wir schon gehört von seiner Feldweihe. Also gut, dann. Wir hören uns, wir sehen uns. Naja, mal. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Aushang für die Schützen fertig und dann schauen wir mal, wer sich so meldet. Eine hervorragende Idee. Serpentin, ihr reicht bitte Papier und den Füller. Sicher doch, ich habe doch gerade eben... Dieser Händler hat mir doch welches angedrückt, wo habe ich es denn? Ja, hier, seht ihr. Reicht ihr doch mittelmäßig feines Papier. Das er für natürlich einen dreifachen Marktpreis gekauft hat, gerade eben an irgendeinem Typen, der ihn am Ärmel gepackt hat. Gut, was schreiben wir? Wie viele Schützen suchen wir? 50 Schützen oder was denkt ihr? Ich denke, wir haben die Kapazität, den 50 unterzubringen. Ah, gut. Also 50 Schützen. Unter der Annahme natürlich, dass er Raffin nicht gedenkt, das gesamte Kontingent an Söldnern einzustellen. Naja, wir können ja schauen, wer so kommt und uns dann immer noch entscheiden. Gut. Also, Schützen gesucht, schreiben Sie keine Anzahl erstmal hin. Schützen gesucht, gute Bezahlung, freie Kosten und Logis, Seekriegserfahrung hilfreich. Habe ich sonst etwas vergessen? Harte Arbeit, schlechte Bezahlung, Wiederkehr ungewiss? Nein, das schreibt noch nicht. Ja, du merkst, wie Raffim sich selber in den Arm schneidet und kurz darauf seine eigene Hand über die Wunde zieht. Gib mal das Papier her. Gut. Ich schieb's dir so ein bisschen ekelerregend zu. Hier? Ja, du merkst, der legt es an eine Holzwand und schlägt seinen eigenen Handabdruck darauf. Gib mal den Stift. Okay. Ich guck mal fragen zu Serpentin. Das ist natürlich sein Stift, aber gut, ich erinnere ihn ja aus. Ja, Raffim unterschreibt mit der blutigen Hand in einer, mehr als krakeligen Schrift. Raffim. Das wird schon klappen. Ihr müsst unterschreiben, wo sie sich melden sollen. Beim Schiff. Ja, wollt ihr die hier treffen oder wollt ihr die am Schiff alle haben? Ich denke, hier ist besser, oder nicht? Nun gut, dann hier. Wann wollen wir wiederkommen? Morgen? 2 Tage? Das muss ich ein bisschen rumsprechen. Ich denke, 2 Tage ist ausreichend. 2 Tage machen wir. In 2 Tagen. Schreibt ihr da runter und nagelt es dann an die Aushangwand. Wenn man bedenkt, welche Art von Leuten wir, welche Art von Aufgaben suchen, ist diese Art von, martialischer Werbung vielleicht das Richtige. Ich mag euch sagen, ich habe einen sehr guten Ruf in der Chorkirche. Ich meinte eher mit allem Blut und allem. Es hat ja eine gewisse Tragkraft. Blutrünstigkeit könnte man auch sagen. Dramatik. Dramatik, genau. Danke, Kapitän. Also ich finde, das gibt unserem Aushang ganz was Eigenes. Wenn jeder schaut die Reihe nach runter auf die ganzen Papiere, von denen die Hälfte irgendwie einen blutigen Abdruck drauf haben. Gewiss. Darf ich? Hier, du kannst deinen blutigen Stift wieder haben, aber guck mal, meine Hand war auch die größte. Danke. Ja, du kannst doch sehen, irgendein Aushang von einem Novadi, die haben wohl auch nicht auf Pergament, sondern auf Ziegenfell geschrieben. Puh. Na gut.
dann haben wir immerhin dies erledigt, denke ich. Ja, ich denke auch. Ja. Jetzt kommt dieser langweilige Teil des Ausflugs, wo ihr wieder Bücher lest, richtig? Auch, in der Tat auch. Ja. Ich bin mir sicher, der Kapitän kann an der Akademie-Bibliothek ein gutes Wort für uns einlegen. Ja, natürlich. Hervorragend. Wenn ihr vom Haus des Kodex wieder nach draußen tretet, könnt ihr direkt vor euch an den Treppen erkennen, wie dort wohl eine gewaltige, große Karawanserei vorbeizieht, mit Waren aus der Wüste verladen, wohl viele, viele bunte Tücher drumherum um die Kisten geschlungen. Und so könnt ihr dann eben grob 5 Minuten vor den Treppen stehen bleiben, während die Kamele an euch vorbeiziehen und ihren ja, Höckern dabei zusehen, wie sie dann schwanken, so sie dann eben noch da sind. Und dabei die lustigen Waren eben hin und her gewirbelt werden, fast nur noch die letzten paar Seile sorgen dafür, dass sie dann eben nicht runterfallen. Aber hier werden dann wohl die neuen Waren dann auch teilweise dann ja, abgeladen und ja, könnte dann irgendwann, wenn die Kamele an euch vorbeigezogen sind, wieder nach Richtung Norden zum Hafen. Vorbei in der großen Volksbücherei von Magister Teferi und dem Bordell der aufgehenden Sonne. Am Fischereivorhafen vorbei, zum Flusshafen am tiefen Monadi und zum Seehafen, wo euer eigenes Schiff auf euch wartet. Währenddessen dort. Die Drachentöter, ganz so heißt sie wohl nicht mehr, nur noch die Lettern tot, stehen wohl dort, warum auch immer. Aber mir hat er den Namen. Ja, selbstverständlich. Abgehängt sind die trotzdem, aber man kann sie nicht mehr Drachentöter nennen. Den Namen hatte ja der gute Abel mir damals in Al-Anfa verspielt, verwettet gegen einen der Granten, warum auch immer er den Namen haben wollte, aber der Namenlose holt sich eben genau das, was ihm zusteht. Und dort könnt ihr noch den letzten paar Matrosen dabei zusehen, wie sie von Bord gehen. Euer Schiff ist fast leer, dümpelt ein bisschen im Hafen umher. Noch einige Händler, die davor stehen und noch den Matrosen noch etwas abpressen wollen für ihren Sold, den sie erhalten haben, wenn sie dann ausbezahlt sind. Und ja, so blickt ihr auf die verbliebenen Dukatengardisten. 7 Stück sind es wohl noch. Und ein weiterer Matrose, der wohl noch festgehalten wird im Inneren, Ismaban, der damals eine Waffe hatte und so zu seinem Namen kam, einer der Mannschaftssprecher, der das Vertrauen hatte, könnt ihr natürlich noch erkennen, wie Hüwela Marix Fuchsecker euch misstrauisch begutachtet, wie er dort unten steht, auf dem Hauptdeck noch einige Halbmatrosen, die Segel aufwickeln und einige Seile verstauen im Magazin. Die Handwerker und Zimmermänner, die irgendwelche Rotzen auseinandergenommen haben und sie noch einmal begutachten. Aber es ist sehr still geworden, sehr leise. Und so blickt ihr euch um. Naja, ich wollte ja eigentlich nicht zu Ismaban gehen, sondern zu unseren anderen beiden noch festgehaltenen Matrosen, nämlich denjenigen, die auch auf dem anderen Schiff, auf dem Geisterschiff gewesen sind, um mal kurz mit denen zu reden. Die waren ja, glaube ich, in der Zelle daneben, oder? Das genau. Heißt, wir gehen wahrscheinlich erstmal gemeinsam runter. Und Diamantis wollte noch irgendwie Bier holen oder so? Ja, richtig. Also Diamantis, wenn auch noch mal die, ja, hätte ein Fass Bier angeschlagen, was wahrscheinlich sowieso schon offen wäre, einen Krug voll gemacht und steht da jetzt neben euch. Ja, die Kombüse ist natürlich immer noch gefüllt. Die Leute Selchion mit seinem Hühnchen und Answin, Alrik Hilbert, wie sie alle heißen, sitzen da irgendwie auf den Säcken mit den Kartoffeln, mit den Zwiebeln und pulen sich da wohl irgendwie noch Dreck unter den Fingern hervor und scheinen wohl gar nicht irgendwie von Bord runter zu gehen, während die anderen dann zu den Zellentrakten gehen könnt. Die Dukatengardisten, die Verbliebenen, treten dann noch beiseite und blicken euch an. Nun, Diamantis, nach euch. Ich bin der Meinung, dass dies ein schlechter Plan ist und dass Hasswulf nicht mehr Feingefühl beweist als ihr selbst, indem er vorschlägt, dass ihr euch bei Ismaban entschuldigen solltet, aber tun wir, was wir können. Wir sind nur hier, weil Hasswulf gesagt hat, dass er das Schiff verlassen wird, wenn wir das nicht tun. Bemüht euch. Sonst hätte ich ihn hier an Kunichom einfach über Bord geworfen. Aber gut, ja. Goldrecke, zur Seite treten, wir wollen mit den Gefangenen sprechen. Hier sind die Schlüssel, viel Spaß. Sollen wir gehen?
Ja, lass uns einen Augenblick alleine mit ihnen. Ja, so steckt Diamantus das Schloss in den Schlüssel ins Schloss der Tür zu Ismabans Zelle und wirft mal einen Blick rein. Wie genau sieht er aus? Er hängt immer noch an der gleichen Stelle, wo du ihn hast verrotten lassen. Eine Schüssel mit Wasser bzw. Suppe steht wohl noch neben ihm und er sabbert ein bisschen. Du isst nichts. Hier scheint wohl das Richtige zu fehlen, um das runterzubekommen. Hier, ich habe dir ein Bier mitgebracht. Wir sind in Kunjom angekommen. Hier kannst du von Bord gehen. Er scheint nicht zu reagieren. Seine Augen blicken in die Leere an dir vorbei und lässt seinen Kopf so ein bisschen hängen. Der Speichel, der Sabberfaden wird immer noch länger und länger. Hey, reiß dich zusammen. Diamantus beugt sich ein wenig zu ihm runter und packt ihn mit der Hand nicht allzu grob an die Wange und schüttelt ihn mal ein bisschen. Sprich mit mir. Er reagiert nicht. Was habt ihr mit dem Mann getan? Diamantus! Also, das ist vielleicht der falsche Punkt, um das anzumerken, aber ich bin außerordentlich von euren Künsten, von deinen Künsten beeindruckt, Boltax. Das war nicht ich. Beeindruckt? Das war nicht. Aber natürlich, einen Mann so brechen zu können, vor allem sein so voll vorlauten. Ich weiß nicht, ob das mehr über Boltax Magie aussagt oder die Stärke seines Geistes von Ismaban. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, Seemann. Du bist jetzt wieder an der Küste, in einen Hafen. Und kannst dir ein neues Schiff suchen, an dem du anlegen kannst. Oder was auch immer. Von mir aus kannst du hier auch einen eigenen kleinen Laden aufmachen. Aber das Leben geht weiter. Egal, was dir mit dir auch passiert ist. Es ist hier noch nicht vorbei, nur wenn du entscheidest, dass es vorbei ist. Ja. Meine Worte scheinen nicht mal ansatzweise zu ihm vorzudringen. Vielleicht kommen wir doch wieder auf die Idee zurück, dass wir ihn einfach hier in den Hafen werfen oder über Bord. Das werden wir nicht tun. Das ist euer Fehler. Richtig. Ich habe ihn nur sehen lassen, was ihr ihn sehen lassen wolltet. Ich wasche meine Hände jetzt. Ich das selbstverständlich nicht in Unschuld. Wisst ihr, Boltax, ich kannte einen Schwarzmagier, der pflegte zu sagen, ich wasche meine Hände im Blut Unschuldiger. Er hielt das für lustig. Ja, das finde ich nicht. Ich wollte damit nur sagen, ich war ausführendes Werkzeug, aber in dem Fall, ich wollte ihm nichts Böses. Könnt ihr sein Gedächtnis löschen? Nein, das ist eine Magie, über die ich nicht verfüge, aber wenn wir ihn in Schlummer versetzen könnten, könnte ich ihn glauben lassen, dass das alles nur ein Traum gewesen sei. Aber hört mich an. Eine Idee, ihn einfach vom Bord zu werfen, einmal zu verteidigen. Die Veteranen des Kurmkrieges haben einen Spruch mit nach Hause gebracht. Wohl von den dreckigen Sandfressern, aber irgendwie lässt er einen nachdenken. Wenn man sich selbst in die Fluten wirft, dann wird man, egal wie sehr man mit dem Leben abgeschlossen hat, damit versuchen, sich selbst über Wasser zu halten. Denn man möchte nicht sterben, man möchte nur etwas töten, was in sich befindet. Vielleicht ist das auch bei ihm so. Oder er geht unter und dann haben wir dann. Ich habe eher den Eindruck, ihr versucht, die Spuren eures Versagens zu beseitigen. Also, wie wollen wir jetzt vorgehen? Lamin betritt mal den Raum und nähert sich Ismaban. Ismaban? Aber sie bekommt wahrscheinlich nicht mehr Reaktionen als Diamantus. Nein, er scheint nicht zu reagieren. Nun, Boltax, wenn es das ist, was ihr anbieten könnt, um euren Fehler wieder gut zu machen, dann tut, was ihr könnt. Nun gut, dann würde ich vorschlagen, wir bringen ihn auf ein Zimmer und verabreichen ihm etwas, das ihn einschlafen lässt. Denn meine Magie vermag es natürlich ebenfalls, Leute einschlafen zu lassen. Doch ist das ein traumloser Schlaf und es benötigt Träume, um andere Träume vorzugaukeln. Hm? Serpentilio ist nicht hier und ich würde ungern in seinen Alchemiker herumkramen.
Kennt ihr euch aus? Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich habe noch einen Schlaftrunk von Serpentilio. Den für mich gebraucht, aber ich habe ihn nicht gebraucht. Wunderbar. Seht ihr, dann machen wir das doch so. Nun gut, dann lass uns den Mann in eine der unbenutzten Kajüten bringen. Ihr habt den Schlüssel. Ja, gut. Hast du was gehört, Ismaban? Wir ziehen um. Es ist wohl doch noch nicht deine Zeit gekommen, vom Schiff zu gehen. Und so packe ich mir den Piraten, werf ihn über die Schulter. Ja, also wenn du ihn packst am Ärmel, wenn du ihn loseist von den Eisenketten, dann wird er auch aufstehen und dir hinterher trotten oder traben. Also wie so eine Puppe, wie eine Marionette, kannst du ihn buxieren und durchs Schiff stoßen, wenn du möchtest. Also er reagiert halt nicht auf dich, aber sein Körper hat noch die groben motorischen Funktionen. Ziemlich beeindruckend. Vielleicht kann man seinen gebrochenen Geist auch formen und ihn aus ihm einen disziplinierten Seemann machen. Sulamin blickt dich angewidert an.